Wirecard mit neuem Kurssturz, wie geht es weiter? Lufthansa, wackelige Rettung, wie geht es weiter? Und die Corona-Neuinfektionen auf Höchstniveau, müssen die Börsen das neu verarbeiten? Unser wöchentlicher Ausblick mit Robert Halber von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Robert Halber. Ich grüße Sie. Ja, Wirecard, der dritte Tag in Folge. Die Aktie ist jetzt fast nichts mehr wert. Und die 1,9 Milliarden, so räumt der Vorstand inzwischen ein, gibt es wohl doch nicht. Wie geht es da jetzt nun weiter? Diskutieren wir die Insolvenz des Unternehmens? Mhm. Die alles entscheidende Frage ist, was machen die Banken, wenn sie Wirecard weiter stützen? Am Wochenende haben sie gesagt, wir wollen das machen. Warum? Ganz einfach, wollen wir jetzt abschreiben oder im halben Jahr? Und haben wir dann nochmal Zeit? Vielleicht kommt ja ein Übernehmer. Vielleicht ist ja Berlin auch mal bereit zu sagen, dass das Geschäftsmodell von Wirecard, was sie da machen, hat ja Hand und Fuß. Vielleicht gehen wir auch mal stützend rein. Dann bräuchte man vielleicht gar nicht abzuschreiben oder weniger. Also von daher ist jetzt durchaus möglich, dass man sagt, wir stützen Wirecard. Aber auch das muss man sagen, da ist jetzt so ein dramatischer Vertrauensschaden entstanden, dass man sagen muss, Wirecard einzusteigen, hochspekulativ, Zockerpapier. Natürlich, wenn die Banken sagen, wir stützen Wirecard nochmal, da ist sogar theoretisch ein Verdoppler drin. Es kann aber eine Halbierung geben. Aber das kann man jetzt niemandem seriös raten. Nein, das kann man keinem seriös raten. Das muss man auch sagen. Ich sage auch hier sehr klar, Lotto spielen ist da seriöser, weil ich nicht weiß, überhaupt nicht weiß, was kommt. Und wenn man jetzt schon anzweifelt, dass auch das Geschäft in Asien gar nicht so da ist, da gibt es ja auch schon Gerüchte. Tut mir leid, ich muss keine Box mit einem Springteufel jetzt im Augenblick kaufen, wenn ich längerfristiger Anleger bin. Also mal abgesehen davon, wie sowas überhaupt passieren kann, rein theoretisch muss ja ein Vorstand auch wirklich solche Buchungen prüfen, wenn man so viel Geld nicht findet. Wir haben ein Heer von Analysten, die auch nichts gemerkt haben. Auch bei Ihnen im Haus waren die Kursziele exorbitant. Wie kann das denn sein? Die gehen doch da alle ein und aus und haben, so ist es zumindest uns suggeriert, als Anlegern, einen engen Draht zum Unternehmen. Analysten vertrauen natürlich auf die Wirtschaftsprüfer, die bis jetzt ja eine geraume Zeit gesagt haben, das ist alles in Ordnung. Man wurde erst kritisch, als dann die Sonderprüfung da war und jetzt eben klar wurde, wir können das Testat nicht geben. Ein Analyst kann auch eben nur immer schauen, was macht die Bilanz her. Ein Analyst hat ja nicht die Aufgabe, den Wirtschaftsprüfer zu hinterfragen. Also wenn wir den Wirtschaftsprüfer prüfen müssen, dann wird es langsam absurd. Das ist eben wichtig. Aber klar ist natürlich, wenn da für die Allzukunft, wenn da irgendwo es nur irgendwo riecht, wenn irgendein Bericht kommt, da stimmt was nicht, wird natürlich auch die Analystenschar dann sehr klar sagen müssen, ich muss das Unternehmen nicht nur rein wirtschaftlich beobachten, operativ. Ich muss alles beobachten. Ich muss also sozusagen auch die Klatschspalten für mich in die Analyse einbauen. Das gehört jetzt sicher in Zukunft dazu. Also auch Wirtschaftsprüfung hat immer die Aufgabe zu machen. Alles muss sauber sein, alles muss klar sein. Und wo Fragezeichen existieren, da muss man nachhaken. Hätte offensichtlich schon seit Jahren passieren müssen. Nächstes unbeliebtes Thema, Lufthansa. Das Rettungspaket ist auf wackeligen Füßen, weil vermutlich nicht genügend Stimmrechte zusammenkommen. Aber nichtsdestotrotz, zum Wochenauftakt jetzt ist die Lufthansa schon mal aus dem DAX entfernt worden, notiert nur noch im MDAX. Was sagt das? Was sagen diese beiden Fälle über die deutsche Wirtschaft, über den Stand der deutschen Wirtschaft, über internationale Investoren und Vertrauen aus? Ich finde es schade, das sage ich sehr deutsch, dass die Lufthansa Kranich nicht mehr im DAX ist. Ja, weil natürlich Lufthansa war ein Gründungsmitglied und Lufthansa hat in den letzten Jahren einen guten Job gemacht, sich auch gegen die Konkurrenz, harte Konkurrenz aus Asien und aus dem arabischen Raum wirklich auch bewähren können. Ist stehen geblieben, das ist toll. Und Corona ist der Schuldige, warum aus dem DAX geflogen ist. Nicht, weil das Unternehmen Probleme hat oder eigenverschuldet ist. Das muss man sehr klar formulieren. Und ein Logistiker wie Lufthansa, einer der größten der Welt, gehört natürlich dann in den Leitindex. Aber gut, da gibt es zwei Regeln. Wie wir alle wissen, Marktwert und Börsenhandel, wenn nicht erfüllt werden, dann ist eben das Thema nicht mehr da, dass man sagen muss, im DAX sein. Das heißt, man ist abgestiegen im MDAX, wobei ich immer sage, ich finde den MDAX viel attraktiver als den DAX, weil da viel mehr Potenzial, auch Industrie-Know-how drin ist und Patente, was Deutschland kann. Jetzt die andere Frage, was passiert denn mit der Lufthansa? Gut, wenn man sagt, wenn es klar sein sollte, Hauptversammlung, nein, wir wollen nicht, dass der Staat da reingeht zu den Sonderkonditionen, haben wir ein Problem natürlich, weil dann eine
Insolvenz in Eigenregie das Einzige ist, was man noch machen kann. Da wird die Lufthansa natürlich so klein geschlagen. Okay. Ich hoffe aber, das muss man auch dazu sagen, dass die Gespräche vom Großeigner Thiele auch mit Herrn Altmaier, mit Herrn Scholz dazu führen, dass er sagt, okay, ihr dürft rein als Staat, aber ihr verpflichtet euch mit einem vernünftigen Papier, dass er dann rausgeht, wenn die Lufthansa wieder einigermaßen saniert ist. Wenn er das erreicht und da geht der Staat rein, dann haben alle was gewonnen, die Lufthansa selbst, die Angestellten und die Aktionäre. Diskutieren wir mal den Worst Case. Die Lufthansa geht in die Insolvenz, weil es mit dem Rettungspaket nicht klappt. Und Wirecard geht in die Insolvenz, weil das Geschäftsmodell in keinster Weise funktioniert haben könnte und eben ganz, ganz viel Geld fehlt. Das heißt, ein DAX-Konzern und ein Ex-DAX-Konzern gehen nahezu zeitgleich. Was sagt denn das für den Standort hier aus? Und vor allem, wir sind bei 12.300 DAX-Punkten. Sie können sich doch nicht vorstellen oder können Sie sich vorstellen, dass dann noch Kleinanleger Aktien kaufen? Also in dem Fall muss man auch große sagen, Investoren. In dem Fall, also Wirecard insolvent, ihr Szenario, und Lufthansa Insolvenz in Eigenregie. Ja, das ist das ungefähr so wie der Berliner Flughafen und Stuttgart 21, wo es eben jahrelang nicht funktioniert hat. Da blamieren wir uns eben auch auf der Unternehmensebene. Das ist dann schon schrecklich. Und der Aktionär wird dann denken, was ist denn da los? Was läuft denn da? Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Also bei Wirecard hoffe ich, dass die Banken sagen, wir stützen nochmal, räumen massiv auf. Und noch einmal, Gruß an Berlin. Wirecard, also wenn wir CureVac retten, was ich richtig finde, die Lufthansa auch, dann bitte, dann rettet auch Wirecard aufgrund des Geschäftsmodells. Ja, das ist sehr wichtig. Aber wenn das gar nicht funktioniert, warum soll man denn dann ein Unternehmen retten, wenn wirklich bewiesen werden wird, dass das Geschäftsmodell gar nicht funktioniert, weil es Teile davon gar nicht gibt? Wenn es das nicht gibt. Ganz klar, da muss man nicht retten. Ich muss keine Fata Morgana retten. Aber wenn es das Geschäftsmodell so gibt und es erfolgreich ist, das muss geprüft werden, dann sollte man schon stützen. Aber nur unter der Bedingung. Und Lufthansa, ja, wenn Lufthansa eben jetzt in die Privatinsolvenz geht und dann so klein geschlagen wird, Lufthansa nur noch das macht, wo man es lukrativ ist, wenn Lufthansa sich von allem befreien kann, von jedem Kredit, von Mitarbeitern, das kann man ja bei einer Privatinsolvenz, also in Eigenregie, dann ist Lufthansa natürlich nicht mehr das, was es gewesen ist. Und dann, es kommt der volkswirtschaftliche Aspekt, dann werden wir am Exportgeschäft in der Luft nicht mehr unabhängig sein. Denn die Slots, die werden dann an die Air France vergeben, an die Chinesen. Und da werden wir wie die kleinen Kaninchen vor der Schlange stehen und sagen, ach bitte, lass uns doch unsere Güter ins Ausland verschiffen. Ich hoffe, dass das in den Köpfen in Berlin auch beim Wirtschaftsministerium angekommen ist, dass man schon eine Politik macht, auch Unternehmen dann am Laufen zu halten, wenn es sich lohnt. Denken wir hier bitte mal amerikanisch oder französisch und sterben wir nicht wieder in aller Schönheit. Sich lohnen ist ein gutes Stichwort. Wir nähern uns dem Ende des zweiten Quartals und es hieß ja von vielen Wirtschaftsexperten, im dritten Quartal wird schon wieder alles besser. Nun haben wir gerade über Nacht die Corona-Fälle auf Rekordhoch mit 183.000 neuen. Allein in Deutschland sind die Neuinfektionszahlen so hoch und die Ansteckungsfaktoren so hoch, wie wir es noch gar nicht hatten. Wenn wir auf den DAX schauen und die Börsenentwicklung schauen, danach wird alles besser, aber realwirtschaftlich? Also ich bin mir sehr bewusst, dass hier Cassandra neben mir steht. Ja, ich weiß, man kann natürlich auch immer nur das Negative, das machen andere ja auch, nicht, ist ja nicht böse gemeint, immer nur sehen, oh, da steigen die Fälle wieder und da haben wir da in Schlachtbetrieben das und das und das. Ja, das muss man ernst nehmen, selbstverständlich. Ich muss aber auch bereit sein zu sagen, offensichtlich geht der Lockerungsprozess jetzt hier weiter. Und Herr Laschet, Ministerpräsident von NRW, tut ja alles dafür, um nicht da wieder hinzukommen, wo wir mal waren, dass wir wieder einen Lockdown aber im größten Stil machen müssen. Hin. Ja, wenn wir das machen müssen, haben wir natürlich ein Problem. Aber Politik wird sicherlich versuchen, das eher da mit Abstands-, mit Hygieneregeln zu machen. Nochmal Lockdown. Dann müssen wir ehrlich die Frage stellen, das Ganze, was wir im Augenblick mit Rettungsmaßnahmen in diesen Abermilliarden machen, ist dann für die Katz. Klingt, als würden Sie an das dritte Quartal glauben. Ja, das zweite Quartal. Und wir werden Anfang Juli sehen, die Berichtssaison, die kann man sich, das muss man sich, glaube ich, ausdrucken, all die Berichte unter das Kopfkissen legen oder an die Wand pappen. Das wird das Schlimmste, was wir je gesehen haben. Aber wenn wir nach vorne schauen und sagen,
es geht weiter aufwärts. Es wird immer mehr aufgemacht. Die Chinesen machen immer mehr auf. Dann ist es das schlimmste Quartal gewesen. Von nun an geht es bergauf. Nicht im Schweinsgalopp, langsam, aber es geht dann wohl auf. Und nochmal, trotz dieser Dinge, die Sie ja immer gerne negativ schildern, muss ich sagen, ein DAX über 12.000. 12.300, ja, auch wenn vielleicht noch mal unter die 12 fallen sollten, naja, wir haben schon Schlimmeres erlebt, oder? Also da kriege ich keine schlaflosen Nächte, da sage ich immer wieder, und die regelmäßigen Aktiensparpläne, die werden weitergeführt, weil längerfristig, bin ich sicher, werden wir auf jeden Fall höhere Kurse sehen. Und ein Gruß an die Verschwörungsliteratur Schreibenden, das sage ich auch. Nein, ihr werdet nicht den Erfolg haben, ihr könnt weiterhin an dem Elend, in Anführungszeichen, Angst der Leute Geld verdienen, aber die Welt wird noch nicht so zusammenbrechen. Okay, Robert Halver, vielen Dank. Ja, zum Wochenauftakt mehren sich die schlechten Nachrichten. Wirecard hat bestätigt, dass 1,9 Milliarden wohl nicht auffindbar sind. Die Lufthansa notiert jetzt nicht mehr im DAX und muss zugleich um ihr Rettungspaket bangen. Und bei beiden Unternehmen stellen sich Anleger, Investoren die Frage, kommt da jetzt die Insolvenz und welche Rolle spielen die Aufsichtsbehörden, die Wirtschaftsprüfer und andere dabei? Für den Aktionär ist es ein Desaster, keine Frage. Wir sehen aber zugleich, dass sich der DAX relativ stabil hält. Robert Halver sagt, es kann in den nächsten Tagen schon gern nochmal unter die 12.000 Punkte gehen. Langfristig sieht er aber wieder eher steigende Kurse, auch wenn das zweite Quartal die Wirtschaftsdaten extrem schlecht ausfallen werden.